Mein Mensch hat eben noch gesagt, Jontan, irgendwie keine waghalsigen Sachen, daran halte ich mich. Und manchmal klemmst du noch die Eier ein. Mach ich Wochenende. Boah, ich bin jetzt echt durch. Gummo. Ich bin in Imst, dem schönen Österreich. Und zwar in der Area 47. Ich zeige euch mal kurz mein kleines Kabäuschen. Ich fange komischerweise direkt mit der Aussicht an. Hier, das ist die Aussicht, da unten ist der Fluss. Dann hier der Eingangsbereich zu meinem Bettchen. Und das ist das Badezimmer. Und diese Lüftung hier, die geht nicht aus, die bleibt immer an. Und ich weiß nicht, was ich machen kann. Find den Schalter nicht, ich bin einfach zu blöde wieder mal dafür. Gestern bin ich hier angereist und heute das Highlight ist ein Raft Battle. Ob das gut kommt, müssen wir nicht mich fragen, weil da bin ich zu blöd für. Das ganze Ding hier, müsst ihr euch vorstellen, ist einfach ein riesen Spielplatz. Hier hat dieses Blobbing. Da, ne, selbst erklärend, einer da vorne, einer, jo, boing. Da, das will ich auch ausprobieren, dieses Slip and Slide. Ich glaube, das ist richtig geil. Dann geht's da drüben noch so eine Zero Gravity Rutsche. Und da oben 27 Meter. Das werde ich nicht machen. Und zwar absichtlich. Aktuelle Wassertemperatur 1. Das ist meine Temperatur. Also zum Aufwärmen machen wir ein bisschen Trampolin. Und dann gehen wir da ins Wasser rein. Es ist wirklich arschkalt. Ich habe bis jetzt noch so Medium Bock, aber ich muss ausprobieren. Ja, wenn ich schon hier bin. Ich bin arm. Jetzt können wir loslegen. Mein Mensch hat eben noch gesagt, Jontan, wenn du in Österreich bist, wir haben Montag und Dienstag wichtige Drehtage, also mach irgendwie keine waghalsigen Sachen. Jan, ich bin ja verantwortungsbewusst und daran halte ich mich halt auch. Da hat's mir wirklich die Nase voll durchgespült. Jo. Da geht's los. Ich sage ja immer, wenn alle beruflichen Stricke reißen, dann bewerbe ich mich als Kanonenkugel. Wie sehe ich aus? Sage ehrlich, für den nächsten Unterhaltungsfaktor hier müssen wir was unterschreiben. Und ich persönlich sage ja immer, das ist sehr was Positives. Aber der Kollege ist noch ein bisschen skeptisch. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Wer hat schon Rafting gemacht von euch? Ich nicht. Jetzt werden wir vorbereitet fürs Raft Battle. Etwas unterschreiben wieder, das wird super. Das bedeutet nur Positives. Ja, wie ihr es sehen könnt, habe ich mich jetzt in Schale geworfen. Wir haben heute ein Fitting von der neuen Skims-Kollektion von Kim Kardashian. Ich muss sagen, eine 10 von 10. Meine Sommerfigur betont's ausgezeichnet. Und jetzt gehen wir gleich aufs Boot und dann gucken wir mal, wie es wird. Ladies and Gentlemen, das zweite Raft Battle. 2024 startet in Kürze. 3, 2, Let's go! Heute sind wir verkehrt herum. Kurz was. Hier. Und jetzt einsteigen. Ja, kurz zu mir gehen. Und jetzt einsteigen. Einsteigen. Steigen wir rein. Hopp. Hopp. Wenn ihr nicht, jemand anderes. So, wir sind angekommen. Oh, das ist echt turbo anstrengend. Ich sag's dir, ich werde morgen tot sein. Das, meine lieben Freunde, ist ein
Zentrifugaltrockner. Bitte einmal zugucken. Hier kann man einfach die Badehose reinstopfen, das zumachen. Das hört sich aber komisch an. Ja, ist okay. Funktioniert so halb. Applaus für die Ranspiraten! Bravo. Wir hätten es verdient, aber hey, die haben es auch verdient. Erster Platz, toll. Auf dem fünften Platz jetzt die Nummer 14, Sexy Angels. Sexy Angels! Ja! Fünfter, immerhin. Warum waren wir nicht Vierter? Ein brillanter Fünfter. Wo war unser Schüler? In letzter Sekunde, okay. Kommen wir zu Platz Nummer 6. Das ist unser Preis. Ein Gutschein, Grill and Chill plus die Übernachtung. Zu das ist geil. Nummer. Also da oben schlafen ist ja ganz geil. Wohlverdient, wie ich finde. Guten Appetit. Okay, sind Sie bereit? Yes. Macht ihr die Phase schon? Ja, ja. Zwei, zwei, eins. So, der zweite Tag ist angebrochen. Es gibt wieder Action-Maction. Und zwar da oben. Im Hochseil-Kletterpark und so eine Mega-Swing. Gucken wir mal, wie das wird. Ich habe nämlich eigentlich keine Höhenangst. Aber das ist schon hoch. Und dann gibt es eben dieses Swing, wo du so von 27 Meter runterspringst. Ja, ich glaube, ich muss trotzdem machen. Ja, jetzt werde ich nervös. Aber ich bin gespannt und freue mich. Ja, heute das Fitting. Gestern Kim Kardashian, heute in Berghain. Also eigentlich wäre ich darunter noch nackig, aber heute mal nicht. Zum Schutz der anderen. So, wir sind im Hochseilgarten. Das ist schlecht für die Eier, aber gut für den Mut. Das ist so anstrengend. Jetzt muss ich noch ein Stückchen gehen. Wie ihr sehen könnt, ich bin leicht durchnässt. War anstrengend. Eigentlich habe ich gedacht, Höhe, habe ich nicht Angst, habe ich halt Respekt davor. Aber wenn man dann da oben ist, unten geht ein reißender Fluss, alles wackelt, wirklich alles wackelt. Und manchmal klemmt sie noch die Eier ein. Tja, manchmal ist mir schon die Pumpe ein bisschen gegangen. So, das ist wieder mal sehr eng um den Schritt herum. Sieht das nur bei mir so kompliziert aus? Okay. Alright. Ja. Okay, los geht's. Ja dann. Tschüssi, ihr habt mich gefreut. Wow, das ist toll! Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Jotter auf Tirol! Servus! Da schwöre ich, oh, jetzt drehe ich mich rückwärts beim Stopp. Wie eine Kugel machen, wie eine Kugel! Das war toll! Das war entspannt, das könnte ich den ganzen Tag machen. Und das, was ich als nächstes mache, könnte ich nicht den ganzen Tag machen. Oh Junge, ich bin echt am Zittern. Das hat auch am meisten Überwindung gebraucht. Das hier, das gestern, das ging alles. Aber heute echt, da hatte ich echt Schiss. Ich stand da oben, ich hatte echt Schiss. Sag ich einfach so, wie es ist. Aber es war richtig geil. Sobald du aufgefangen wirst, ab dann ist es einfach wie Urlaub. Waschmaschine gekauft? Und Staubsauger. Geil. Ja, hab wieder mein Leben weggesigned. Was ist denn hier los, Alter? Ich war kurz auf 27 Meter oben. Easy. Holy shit. Boah, da hebe ich aber ab. Da ist der Influencer abgehoben. Es ging einfach immer weiter nach oben. Ich wusste gar nicht, ob ich wieder runterkomme. Ja, liebe Grüße an meinen Manager, der gesagt hat, keine waghalsigen Dinge hier. Ich glaube, das habe ich hier recht gut bewiesen. Und danke an Impfstourismus. Ihr habt mir wirklich gezeigt, wie man den inneren Schweinehund überwinden kann. Es funktioniert. Mach ich Wochenende. Alles ausprobiert und ich mag nicht mehr. Good? Oh, was very good. Boah, ich bin jetzt echt durch. Jetzt bin ich echt durch. Danke, Digga, das war ja wirklich großartig. Danke an dich! Musik filmen. Hallo, Props an Carina. Props an ihn. Ja. Großer Mann ist in der Kamera. So, ich
bin wieder zu Hause. Ich bin fix und alle. Das kann ich euch sagen. Das waren 3 Tage voll bepackt mit Action. Aber ich habe alles ausprobiert, was ich ausprobieren wollte. Teilweise war es ein bisschen leichter, mich dazu überwinden. Teilweise ein bisschen schwerer. Aber es war richtig geil. Anstrengend, aber geil. Und ich ziehe das hier jetzt auch gar nicht in die Länge. Darum, wenn es euch gefallen hat, gerne liken, gerne Abonnement hier lassen. Und der nächste Vlog, den nehme ich morgen und übermorgen schon auf. Aber der kommt erst in einem Monat oder so. Weil ich bin Teil von so einer Game Show. Da darf man noch nicht allzu viel davon sagen. Und da kann ich natürlich nicht euch spoilern, was da schon passiert ist. Das heißt, ich kann das erst veröffentlichen, wenn dann die Show draußen ist. Alles in allem, das wird nochmal ein sehr geiler Vlog. 30 Creator, 29 Games. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Von dem her, Bussi Bussi fürs Gucke. Und somit, euer Jontan, over and out.